Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Auch heute geht es wieder um Glitzer, Schimmer und Gold. Und ich habe bei DM ein neues Produkt gefunden, was ganz neu in einer Limited Edition ist. Das ist dieses Body Spray mit Glitzer und toll. Und wir probieren das Ganze aus und ihr hört, was ich da zusammen habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich hatte ja gestern euch das Video zu diesem Highlighter hier abgedreht. Den habe ich auch gerade drauf. Er sieht sehr, sehr schön aus. Und da bin ich so durch die Gänge geschlendert und habe so ein bisschen geguckt, dass ich vielleicht noch ein paar neue Sachen finde, weil ihr seid sehr, sehr needy. Ihr wollt Videos haben und ich mache sie gerne für euch. Und dann habe ich ganz, ganz zufällig in der Body Spray-Reihe dieses Spray entdeckt. Und ich fand die Verpackung eigentlich ganz süß. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Ihr habt so ein paar goldene Streifen, ihr bekommt 200 Milliliter und es steht sogar hinten drauf, dass es vegan ist. Also finde ich schon mal gut. Und ich habe mir das so angeguckt und habe mich erst bei diesen anderen Body Sprays aufgehalten. Dann habe ich aber immer so rüber geluschert und habe das gesehen. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung mein allererster Gedanke kommt. Fenty Beauty Body Lava irgendwas. Also dieses von Fenty Beauty, dieses Spray, was Glitzer dran hat. Und da war ja das Problem, dass das so ein bisschen tacky war, weil da irgendwas drin war, was es so ein bisschen klebrig gemacht hat. Und dann habe ich das gesehen und es gab keinen Tester. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, für, was hat es gekostet? 2,45 Euro nehme ich das mal mit. Vielleicht ist das ja eine gute Alternative. Weil wir sind immer wieder Team Günstmaus und wir wollen Geld sparen und günstige Alternativen haben. Deswegen habe ich das mitgenommen und möchte euch das auch mal vorstellen. Ihr bekommt, wie gesagt, 200 Milliliter und ich lese euch mal kurz vor, was hinten drauf steht. Schimmernd und duftend. Mit dem Balea Golden Shine Body Spray erleben Sie pures Glamour-Feeling. Die luxuriöse Formel mit zartem Goldschimmer zaubert sinnliche goldene Effekte auf Ihre Haut für einen strahlenden und glänzenden Auftritt. Erleben Sie eine Sinnesexplosion mit betörendem Duft. Das erfrischende Body Spray mit angenehmem Kühleffekt umhüllt die Haut mit einem Hauch von glamourösem Luxus. Den Körper aus ca. 10 cm Entfernung besprühen, nicht auf Kleidung und nicht in die Augen sprühen. Okay, obviously. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Warnhinweise. Oh Gott. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achso, okay, ich dachte schon, oh mein Gott, kein Reizung verhoben. Löst die Haut ab oder so. Nein, aber also 2,45 Euro und vielleicht ist es ja ganz gut. Ich habe dran gerochen und ich rieche auch nochmal dran, weil ich bin ja auch so eine Geruchsmaus. Ich liebe den Geruch. Das ist so ein bisschen, wie beschreibe ich das? So in die Richtung Grapefruit. Aber nicht diese bittere Grapefruit, sondern eine ganz, ganz milde und leichte. Und es riecht halt so ein bisschen nach Sommer. Es riecht tatsächlich nach Sommer. Und ich fand das in Ordnung. Und guckt mal bitte in die Flasche. So, könnt ihr sehen, wie schön das aussieht. Diese ganzen Schimmerpartikel schwimmen dort rum. Fand ich ganz schön. Ich hatte sowas schon mal selber gemacht mit Wasser und dem Highlighter, der mir kaputt gegangen ist. Aber der hat nicht gerochen. Ich gucke mal, dass ihr das irgendwie seht, weil die Glitzerpartikel sind doch klein. Ich würde mir jetzt einfach mal was auf die Hand sprühen und auf den Arm. Okay, also First Impression, dieser Sprühkopf, ich gucke mal, dass ihr den seht, der ist ganz, ganz spitz und spuckt so ein bisschen raus. Und könnt ihr ein bisschen was sehen? So ganz leicht sieht man das wahrscheinlich. Es ist nicht so erschlagend viel Glitzer, aber es ist ganz schön. Und der Geruch, den merkt man sofort. Und was ich sofort merke, diesen kühlenden Effekt. Und da muss ich ein bisschen meckern mit dem Produkt, weil die Ingredients-Liste, das erste, was drauf steht, ist Alkoholdenat. Und natürlich kühlt Alkoholdenat eure Haut, denn Alkohol verdunstet extrem schnell bei Lufttemperatur, bei Raumtemperatur und es hat somit denselben Effekt wie Schwitzen, halt nur ohne Schweiß, sondern mit Alkohol, was eure Haut ein bisschen austrocknen kann. Aber da ist auch noch Linanol drin und das pflegt eure Haut wiederum so ein bisschen, deswegen glaube ich, dass das sich so ein bisschen aufhebt. Und den Geruch finde ich echt schön. Jetzt ist das auch schon verdunstet. Ich guck mal, könnt ihr das
Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sprühe mal noch ein bisschen mehr rauf. Also es sieht super, super schön aus. Und ich dachte so, als ich das gesehen habe, und ich fahre in 2 Wochen in Urlaub. Und ich habe mir gedacht, ich kann mich irgendwie so ein bisschen snatched an den Pool legen, meinen kompletten Körper mit diesem Spray einsprühen. Und dann glänze ich nicht wie eine Speckschwarte von Sonnencreme, sondern wie ein Gott. Und deswegen habe ich es mitgenommen für 2,45 Euro. Also ich müsste natürlich jetzt das Fairy Bomb oder diesen anderen Lava, Body Lava von Rihanna vergleichen. Aber es erfüllt den Zweck. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist jetzt, ohne dass ich es verglichen habe, weiß ich schon, dass es ein Dupe ist. Oder beziehungsweise eine Alternative. Ich meine, ihr spart, weiß ich nicht, 40 Euro, habt denselben Effekt und es sieht schön aus. Also ich kann es euch, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es sieht super, super schön aus. Es sind ganz, ganz feine Glitzerpartikel drin. Fürs Gesicht würde ich es euch nicht empfehlen, aber für den Körper finde ich das ganz schön. Oder vielleicht... Die Beine... Ja, ich habe keine Hose an, es ist sehr warm. Finde ich das eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Kann ich euch also empfehlen, wenn ihr nicht so ganz empfindliche Haut habt, die auf Alkohol oder so reagiert oder die Inhaltsstoffe, ich gucke mal, dass ich euch das irgendwie alles unten verlinke. Zumindest das Produkt, da steht ja auf der Webseite auch mal alle Inhaltsstoffe drin. Guckt da auf jeden Fall, ob ihr irgendwie auf irgendwas reagiert. Finde ich aber ganz schön, fand ich eine süße Idee und der Geruch ist toll. Ich überlege mir noch, ob ich nicht noch ein bisschen Glitzer reinmache. Dazu würde ich einen Highlighter benutzen, den ich nicht so gerne mag. Den reinschütteln und dann habt ihr nochmal einen größeren Effekt. Wäre auch eine Alternative, wenn ihr Team extrem günstig seid und nicht mal die 2,45 Euro ausgeben wollt. Dann nehmt euch einfach so eine leere Flasche, ein bisschen Wasser, mischt ein bisschen Highlighter rein. Und dann habt ihr im Prinzip dasselbe Ding ohne Alkohol. Also das ist ganz euch überlassen. Ich finde es ganz schön. Ich werde es auf jeden Fall mit in Urlaub nehmen. Und ich hoffe, dass euch das... vielleicht war das ja ein neues Produkt. Ich stehe immer noch auf dieses Isana Kokos Spray. Es gibt es mittlerweile auch von Balea. Aber das ist super. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Und würde mich schon von euch verabschieden. Ganz kurz, bevor ich es wieder vergesse. Weil ich vergesse irgendwie immer wieder im Urlaub. Ich vergesse es irgendwie immer wieder in Videos zu sagen. Ich kriege immer wieder Nachrichten von euch, dass meine Videos nicht in der Abo-Box angezeigt werden. Und das finde ich schade, damit weil ihr meine Videos nicht seht und ihr seid traurig, weil ihr meine Videos nicht angucken könnt. Deswegen gibt es einen ganz einfachen Trick und ich glaube, ihr habt schon 1000 Mal davon gehört, aber drückt wirklich auf die Glocke, weil YouTube irgendwie diesen Rhythmus, diesen Algorithmus geändert hat, dass ihr einfach nicht mehr alles mitbekommt, wenn es euch nicht so wirklich interessiert. Mit der Glocke seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ihr verliert daran nichts. Ich freue mich, ihr freut euch und dann ist alles gut. Das war's für heute. Passt auf euch auf. Ich glitze jetzt noch ein bisschen hier vor mich hin und wir sehen uns beim nächsten Mal.